Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo. Hallo aus der Terrasse. So, das ist das Ergebnis vom letzten Mal. Ergebnis, die kleine Rondelle. Ja. So, wir haben heute vor, mal zum Mittelpunkt. Das Schönste, man kann auch hier. Oh. Der war ein Riesenschädel, ne? Ja. Wir wollen zum Mittelpunkt der Erde. Und dahin ist ein Eingang. Da willst du mich jetzt hinschleppen. Genau, ich kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber es gibt mehrere Eingänge. Ich weiß nur nicht mehr, wo die genau sind. Ich habe es jetzt nur rein zufällig auf dem Rückflug letztes Mal gefunden oder gesehen. Also die Petris, die haben auch keine Ahnung von Luftverkehr, ne? Tja. Das Ding ist groß. Ich würde sagen, wir machen es mit dem Frosch. Wir gehen rein mit dem Frosch. Und wenn man fliegen muss, dann packen wir den einfach aus, ne? Ja. Huch. So, das ist die Ruine und ich gucke einfach für sich genau auf den Punkt drauf. Sag mal. Bin ich doof? Warst du sonst so ein gutes Gedächtnis? Ja, aber im Moment spielt er mich irgendwie einen Streich. Das war eine Ruine mit zwei Gänge, links und rechts. Ich weiß nicht mehr, war das unten? Also der sollte hinter uns sein. Gibt es noch ein Stück in Ruin weiter? Jo, 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 jo. Okay. Warte. Ach, diese. Ja. Der Durchbruch in der Mauer. Okay. Extra beleuchtet. So, die Frage ist, wie packt die ein? Geh mir die Frösche. Und wenn es zu gewagt ist, dann packen wir die. Moment. Ich nehme mal die Flinte runter. Die Pike. Und Munition. Ah, hier ist jetzt Zeugs drinne. Was denn? In den Agi. Wie viel Zeugs? 17 Dreieck, Kannst du Quarter. eine Kiste hinstellen? Kann ich eine Kiste hinstellen? Was brauchst du? Holz. Also Holz mitten im Wald wird doch wohl nicht das Warte Problem. mal, Kiste, da brauche ich Fasern. Holz, Stroh habe ich.
Wasser, ich vermute mal, du hast eine Sichel bei dir. Ja, da vermutest du wohl richtig. So, der Holzkomm. Fasern habe ich. Ja, das ist, wenn du einmal mein Adi klaust. Mein Agi Ne, wenn du klaust. mein klaust, so rum wird ein Schuh Ne, du hast draus. meins geklaut und ich habe deins benutzt. Das heißt noch lange nicht, dass du den zumüllst. 397, da würde ich wohl gerade so eine Kiste hinkriegen. Ja, gerade so, glaube ich, ne? Aha. Was ist da alles drin? Ach du Scheiße. Hier darf ich nicht bauen. Darfst du bestimmt gar nicht bauen hier. Ja, so überhaupt gar nicht, ne? Ach Mist. Warte mal, vielleicht hier drüben. Ach komm, lass stecken, das sind nur Mats. Ja, gut. Da gibt's ja Aber nichts. das Horn vom Reno. Ja, alles weg hier. Alles weg. Bum, bum, Ja. bum. Ja, So. gut. Und du hast noch ein Kryo für dein AG, ne? Ja. Du hast doch einen Kryogan. Ach so, stimmt. Vergesse ich manchmal. So, denk dran, meiner ist nicht so Ja. stark. Froschimoschi. War das Höhle oder Dungeon ist es wohl nicht, ne? Es ist riesengroß. Das beantwortet die Frage nicht. Genau, mehr Antwort habe ich nicht. Ach so. Aber ich glaube, das ist noch ein Teil der Welt. Guckst du auf den richtigen Frosch? Da vorne kommt schon Spinne und Schlange und so. Moment, wie viel Damage machst du? Habe ich jetzt nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Ich mache 150 mit dem Hohlevel. Ich mache 204, 700. Die haben gewaltige Level, 290. Okay. Also Augen auf. Vom Frosch aus schießen kann man, ne? Ja. Warte, da muss ich erstmal Pfeile drauflegen. Oh, noch eine Schlange. Der ist aber schon ganz schön angematscht, mein Frosch, ne? Wir werden uns mal die Zeit nehmen. Den muss ich füttern. Komm erstmal mit hier hoch. Da kannst du den entspannt vorziehen. Ich meine, vielleicht ist ja nicht allzu viel. Weißt du, wie die Amissa-Höhlen, die waren ja auch Ja. nicht so übervoll mit Viechern. Also hier ist sonst immer ein Blutstrahl, der nicht da. Der ist nicht da. Sonst immer. Wann warst du denn das Sonst letzte Mal hier? von ein paar Tagen mit Kolo. Gott, der Brauch. Also da, den muss ich jetzt das halbe Leben hochfüttern. Geht aber recht schnell, so wie ich das sehe. Ja, dies. Wir werden uns mal die Zeit nehmen und Auch ein bisschen mit Schießen und so. da kann man schon ein bisschen was aussortieren, ne? Ja. Aber der muss So. erst gesund werden.
Sonst gehe ich keinen Meter. Hab's auch gleich geschafft. Warum leuchtet das so blau hier, ne? Tja. So, die Gute ist wieder topfit. Ja, dann umdrehen. Ich dachte, du kannst da vorspielen, solange ich mir um den Lootstrahl kümmern, aber hat sich erledigt. Kriegen die keine Schaden? Ich weiß es nicht, bin abgesprungen lieber. Ich glaube schon. Oh, doch. So, hier geht's weiter. Ich kann mich nur vage dran erinnern, aber es gibt auch Wasserpassage, deswegen die Tauchflaschen und. Ja. Wir haben ja auch noch die Arkis dabei, zur Not. Zur Not, aber die können nicht unter Wasser. Nein, ich meine es so insgesamt, weißt du? Mhm. Da vorne. Also wenn hier und da mal ein Viech kommt, ist es ja alles ganz gut, ne? Ja. Aber wenn es nur so wäre, wäre es, glaube ich, da kommen ein paar Schlangen und Skorpionen. Ja. Wolltest du nicht mitschießen? Naja, jetzt sind sie ja da, ne? Wir haben Partner-Buff, fällt mir gerade auf. Ja. Das ist super. Vorsicht, Meganeura dahinter. Nicht getroffen. Triffst du? Ich muss ein bisschen auch höher. Nicht, ne? Ah, nein. Jetzt habe ich getroffen. Jo. Du bist aber mir fähig. Ich schieß sonst dich an. Oh, Onyxe. Okay. Ist auch mal was anderes als immer durchfliegen. Das machen wir sonst auch nicht. Wir gehen immer zu Fuß. Meistens. Ja, meistens. Aber bisher sehr bequem, ne? Also, ich meine, nicht zu viele Massengegner. Nee. Das ist echt cool. Obwohl, die haben guten Level, also. Okay, da unten ist ein Empfangskomitee. Wo siehst du das denn? Ich, da, ach, da hinten? Ja. Ich habe es nicht gesehen, ob ich die getötet habe. Es ist noch zu weit weg. Aber ich habe jetzt zwei verschiedene getroffen. Ja, da kommt noch ein. Oh, Vorsicht, Kristall, man backt rein. Hab's getötet, eine 300er. Ja, ich habe meine Klamotten sind hin. Ah, das war ja zu erwarten. Aber Leder, Amwar und Faser ist Fasern hier das Problem. Hab ich, ja, genau.
Die blöde Spinne sehe ich nicht, ich höre sie nur. Ja, ich auch. Die ist sicherlich irgendwo in der Wand. So, ist kalt. Die, ja, aber du keine Klamotten an hast. Okay, könnte ich denn hier... Ich muss die in Dampfrosch. Ich hab 500 Leder. Ja, ich habe auch genug Leder. So, und Faser, willst du wohl hier auch was Ja, geben? Ja, warte, ich muss absteigen. Okay. Ich nehme mal schnell was zusammen. Reparieren. Geht's? Ja, es geht. Mach doch. Ich brauche noch mehr Leder. Ich gehe mal in deinen Frosch. Ja. Ach, hast du Luxusklamotten an? Ja. In meinem Frosch ist ja nichts drin, weil ich habe es bei mir im Inventar schon gezogen. Die Hälfte. Moment, ich schieb's rein. Du brauchst vielleicht auch mal wieder was. Warte, ich... Meine Klamotten sehen noch super aus. Oh, okay. Und so. Wenn es sein muss, dann muss man Basisklamotten bauen. Ja. So, das noch reparieren. Und das an. So, kein Dings mehr. Das siehst du. Das waren Wurzeln. Hä? Das waren Wurzeln. Ich habe gedacht, das ist ein Skorpion. Geht's hier weiter? So. Das hier. Sieht da unten wie Wasser aus. Ja, ist Wasser. Ist Wasser, aber da geht ein Weg hoch. Einfach mal ranjumpen. Und das Beste hoffen. Vorher die Dings aufsetzen? Kannst du. Da kannst du schnell abhauen, ne? Ach. Ja, dann? Naja, warte. Jump. Siehst du hier drunter? Ich weiß zwar nicht, was auf uns... Ich hoffe nur keine Haie oder sowas. Oder Alphas, weißt du? Tja, dann umdrehen und Vollgas raus, ne? Ja, richtig. Hier scheint es schon wieder rauszugehen. Gehst du an der Seite raus? Okay. Kannst du dir mal was sagen? Im Moment gibt es keinen Aufstieg. Nee, das merke ich schon. Hier geht's raus. Und es pulsiert was. So, Flasche runter. Also ich dachte, ich hätte gerade Artefakt pulsieren sehen.
Ja, hier oben ist ja nichts, nur Ärger. Noch einer? Ich sollte meine Flasche ausziehen. Nicht, dass sie kaputt geht. Okay. Hübsches Skorpion, aber nicht sehnbar. So, jetzt kommt wieder alles. Rückwärts gehen. Ja, hab ich gemacht. Sind die rüber gesprungen, dann springen, nicht drei Atoplora auf einen Schlag. Frosch ist tot. Ja, deswegen drei Atoplora auf einmal. Ich habe aber auch nicht auf sein Leben geguckt, ne, gar nicht. Spring ins Wasser. Okay. Problem ist, hier rausfliegen habe ich keine Ahnung. Na, ich kann ja ein bisschen hinter dir herlaufen, soweit es geht, muss erstmal meine Klamotten wieder. Ja, ich. Guck mal, aber hier war natürlich gar nichts. Ich komme zu dir zurück. So, dass du im Wasser mit dem Frosch mithalten kann. Hier sind Schwimmflossen. Ach, du hast Schwimmflossen dabei? Ja. Gut. So, ich bin fit. Und los. Im Moment ist gar nichts. Es ist ruhig und ich schwimme langsam. Ja, du bist so 70 Meter vor mir. Dreh um, ist eine Sackgasse. Nimm den Armbrust weg, da kannst du besser schwimmen. Du musst auch raus wegen Ausdauer. Ja, da kannst du auf meinen Frosch mal dich kurz hinsetzen. Ach so, ja gut. So, warte. Alles klar, dankeschön. Aber irgendwohin muss doch dieser Wasserkanal führen. Ich meine, der ist doch jetzt nicht. Hier oder oben. Ging es da oben weiter, hier oben, wo wir gerade wieder ins Wasser sind? Oder willst du zurück? Nein, wir gehen ein Stückchen zurück. Ich will nicht dann Agi noch, dann Agi sag ich schon, dann. Mit dem Agi, dann machen wir weiter. Aha. Nicht so weit wegschwimmen.
Willst du sitzen? Ja, kurz. Ach. Danke. Ich wollte mal da reingehen und mal kurz gucken. Aber ist nichts. Ich komme wieder. Dann gehen wir mal hier oben, gehen wir raus. Und dann fliegen wir. So. Raus ist gut. Ach, da hinten. Ich glaube, meine Ausdauer, ich muss noch mal, ich schaff's nicht bis hin. Ich komm noch mal zurück. Die ist doch zu weit weg, die Treppe. Ach, da oben. Nur ein Häppchen. Setz dich doch Ja. drauf. Geht nicht. Jetzt. Oh, Moment. Schwimmst du Wo, zum. wo, 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 Meganeura. Okay, ich komme zurück. So, Und Schlange im Wasser. ich bin auch schon voll. Wo ist der? Wo ist der Frosch? Na, hinter mir irgendwo. Ey, du hast doch schon deins verloren. Ach, da, unter dir. So, Flasche aus. Das kann man noch zu Fuß machen. Okay, schön vorsichtig. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, ich glaube sogar hier ist ein Artefakt. Bei so einer großen Hülle bestimmt ist da ein Artefakt. Im Moment ist stressfrei. Ja, ich will dir doch aber auch helfen beim Schießen. Jetzt warte doch mal. Und ich will nicht sprinten, weißt du? Nee, nee, alles gut. Ich gehe mal rum und gucken. Wenn Stress ist, ziehe ich nur eine Hälfte mit. Nee, 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 nicht hier rum. Du sollst nicht sprinten. Ich guck einfach nur. Okay, da vorne sehe ich Onyx. Moment, Fernglas mal rauspacken. Dann verrät er bestimmt den Rest. Jo, ist ziemlich voll. Wollen wir lieber fliegen? Besser, bevor hier noch der andere Forscher drauf geht.
Moment, ich muss noch anpacken, ne? Ich weiß, ich weiß. Oh, eine Karte. Chitin, Leder. Leder immer, haben wir ja gelernt, ne? Ne, keine Schusswaffe. Das ist aber. Ja, das ist jetzt richtig viel. Wären die Frösche eh drauf gegangen. Jetzt sind wir mal hier oben in die Luft. Ihr kommt doch runter. Boah, wie viele? Das waren 6, 7. Das reicht, glaube ich, gar nicht. Noch was? Das war jetzt die letzte. Okay. Wie geht's deinem Agi? Alles gut, ne? Gut. Skorpion. Mal zum Abwechseln nochmal ein 50er. Siehst du, da unten sind wir rausgegangen aus dem Wasser. Ja, stimmt. Jetzt sind wir also Jo, jetzt kann ich mich dran erinnern. ehrlich? Ja, du kannst hier nicht fliegen. Oh, da musst du mit dem. Siehst du? Ja, Eine jetzt. Wand. Ja. Interhaken darfst du auch nicht benutzen. Funktioniert nur mit dem Thylakoleo. Ich erinnere mich auch. Das ist so eine. Also hier darfst du kein Interhaken benutzen. Das ist eine komplett Jump-and-Run-Game. Und der Artefakt ist da oben. Dahinter. Das haben wir mit dem Kühler gemacht, da vom Das Wasser aus, da sind wir hochgeklettert. Richtig. Und ansonsten muss man den Weg hier irgendwo lang machen, ne? Da hinten. Richtig, da war irgendwie so ein. Ja, da müssen wir nochmal wiederkommen. Mit dem Tüler. Da kann man Ja. den Fels hochklettern. Ja. Und Denn dieses Jump and Run, das haben wir, glaube ich, versucht und haben es nicht geschafft. Soweit ich mich erinnere, oder? nein, wir haben den Arsch voll, wie da im Lava fünf, sechs Fünf, sechs Mal. Mal runtergefallen und so, ja. Gut, wissen Und wir das jetzt. der Tüler verliert Leben, wenn er Der ist wie eine Giftzone da hinten, ne? Muss richtig. man richtig schnell machen. Ja, da weißt du ja, was wir demnächst uns anschaffen. Haben wir nicht eins zu Hause? Nein. Okay, Freunde, dann machen wir hier einen Cut. Und wie sucht den Weg nach Hause Ja. und kommt wieder mit dem Tüler. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.